Wir fangen an mit Marie-Theresa Weber, denn das Fazit der Studie ist ja an der Stelle auch nochmal deutlich, dass die Eltern sagen, naja, wir haben aber da gar kein großes Vertrauen oder keine große Resonanz bei den sozialen Netzwerken, bei den Unternehmen, von denen wir uns eigentlich viel mehr Hilfe und Unterstützung erwarten. Dieses Ergebnis ist möglicherweise für jemanden, der bei Facebook arbeitet, nicht ganz überraschend, denn dass Facebook nicht so transparent ist und man immer nicht weiß, was da eigentlich passiert. Das ist ja allgemeingültig. Wie gehen Sie mit diesem Ergebnis um? In der Tat habe ich mir die Zahlen auch sehr genau eben aufgeschrieben. 81% sehen uns hier in der Verantwortung und ich glaube nur 14, so war die Zahl, sagen, dass wir dieser Verantwortung auch gerecht werden. Wir sind uns selbstverständlich der Verantwortung bewusst und sind deswegen ja auch heute hier. Wir arbeiten mit vielen anerkannten Organisationen zusammen, zum Beispiel mit der FSM. Martin Drexler hat das vorhin erwähnt, wir haben den Elternguide mit unterstützt. Wir sind seit kurzem bei FragFin Mitglied. Wir arbeiten mit ClickSafe zusammen, mit DigiBits, mit sehr vielen Organisationen, mit denen wir uns austauschen, um auch unser Know-how hier zu erweitern. Gleichzeitig haben wir natürlich auch eigene Projekte. Wir haben die Digitalwerkstatt in Berlin gegründet im letzten Jahr. Dort finden Workshops statt, beispielsweise von der Haber Digitalwerkstatt und auch viele andere NGOs machen dort Workshops, beispielsweise für Schulklassen, auch für Schulklassen an Brennpultschulen. Wir unterstützen Organisationen wie Hollywood, die im Bereich Demokratiebildung tätig sind und gucken, wie man online vernünftig kommuniziert. Und selbstverständlich findet man auch auf unserer eigenen Plattform im Sicherheitsbereich und auch im Hilfebereich Informationen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel in Suche das Wort Suizid eingeben würde, dann würde man sofort ein Fenster aufpoppen finden, wo dann direkt Hilfsangebote sind, wo gefragt wird, wie können wir dir helfen, da sind Telefonnummern und ähnliches. Es gibt ein Elternportal, was man ebenfalls in diesem Sicherheitsbereich findet, wo aufgebaut ist, wie funktioniert Facebook, wie kann ich meinem Kind helfen. Dort sind Informationen zum Beispiel zum Thema Mobbing zu finden, zum Thema Grooming, alle möglichen Fragen, die sich Eltern eventuell stellen. Und gleichzeitig, unabhängig von den Informationen, die es zum Jugendmedienschutz jetzt speziell gibt, ist es klar, dass wir besser werden müssen, unserer Verantwortung gerecht zu werden, insgesamt Inhalte von unserer Plattform fernzuhalten, die dort nichts zu suchen haben. Deswegen werden wir bis Ende des Jahres insgesamt 20.000 Menschen weltweit beschäftigen in diesem Bereich Sicherheit, die eben unter anderem dann eben Inhalte prüfen. Viele davon sitzen ja auch in Deutschland. Wir verbessern uns hier. Hoffentlich werden Sie das nach und nach auch spürbar merken und sind uns absolut der Verantwortung bewusst. Stefan Schellenberg, wenn man das hört und auch weiß, dass die sozialen Netzwerke ja auch eigentlich für die meisten Erwachsenen und wahrscheinlich auch Jugendlichen das Eintrittstor ins Internet sind und nicht mehr die Suche nach einzelnen Websites, sondern man über die Netzwerke dann schön verteilt wird, dann braucht man vielleicht zum 15-jährigen Jubiläum von USPROC so eine Anwendung irgendwie nicht mehr, wenn die Unternehmen so vorbildlich alles schon schützen und aussortieren und anbieten und Hilfe anbieten und das ganze Internet eigentlich ganz gut im Griff haben, oder? Das ist ja mal eine tolle Erkenntnis. Also mit so einem Zwinkersmiley hinten dran versehen. Ja, das hat man vielleicht nicht gehört. Ich dachte, endlich habe ich wieder Zeit für was anderes. Das wäre ja mal was. Mhm. Nee, also zum einen... Das geht auch nicht, ne? Das geht immer noch nicht. Ich kann Ihnen da gar nicht helfen, so technischerweise. Das kannst du probieren. Ja, das geht. Probiere ich das mal? Ha, 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 ha. Gut, also die zwei geht nicht, ne? Die drei geht. Okay, also ich glaube, die Einschätzung, dass die Kinder als allererstes über Facebook und Co. mit dem Internet in Verbindung kommen, die stimmt gar nicht mal so. Das ist ein bisschen älter. Also die Kinder kommen meistens mit dem digitalen Babysitter-Tablet irgendwie ins Internet und dann wachsen sie irgendwie größer und kriegen dann die abgelegten Rechner der Eltern und so weiter. Und dann irgendwann kommt das soziale Netzwerk. Das stimmt. Mit jetzt, dank NetzTG, kriegen wir ja lauter illegale Kinder, dass die dann 16 sein müssen, um da drauf zu sein. Das wird wahrscheinlich nichts ändern, aber juristisch haben wir dann eben illegale Kinder. Also sprich, wir sind ja zum Glück immer noch da und ich fürchte, es wird uns auch noch ein paar Jährchen brauchen. 15 Jahre haben wir jetzt. Und man muss auch ein bisschen unterscheiden. Ich finde, der Jugendmedienschutzindex hat das relativ gut getan, viel besser als andere Dinge, also andere Studien.
zwischen dem, was man eigentlich jetzt als Schutzgut nimmt. Denn was wir machen, ist Jugendmedienschutz. Wir machen nicht Jugendschutz im allgemeinen Sinn. Also was auf der Hand liegt, wir halten die Kinder nicht davon ab, dass sie irgendwie zu lange tanzen gehen oder Alkohol trinken. Aber wir halten sie auch nicht vom Kommunizieren ab, sondern wir halten sie von Medien ab, die ich jetzt mal grob definieren würde als irgendwas, was öffentlich zugänglich ist. Und da natürlich nicht von allen Medien, sondern von denen, die für sie potenziell nicht gut sind. Und da muss man dann auch bei Facebook wirklich mal unterscheiden zwischen den Dingen, die wir uns da wünschen, wenn es um Mobbing geht und Kommunikationsrisiken und Kontaktrisiken und alles sowas. Das ist der eine Topf, nicht unsere Baustelle. Auch nur begrenzt, nach meiner Einschätzung, Facebook-Baustelle. Und der andere Topf, und der ist bei Facebook viel kleiner, als man eigentlich so denkt, wobei ich jetzt kein Facebook-Vertreter bin, aber egal. Das sind die Dinge, die wirklich öffentlich zugänglich sind. Die Sachen, wo irgendwelche braunen Idioten ihre Weisheiten verkünden, wo es um Sex, Gewalt, Pro Anna und ähnliche Themen geht. Und das ist vergleichsweise wenig. Da hilft dann auch so eine völlig strange NetzDG wenig. Aber da muss man ein bisschen unterscheiden. Und dieser Bereich, der ist wiederum in der Hauptsache bei USPROC verortet. Das ist das, worum wir uns kümmern, worauf wir uns auch konzentrieren. Und das sind im Wesentlichen noch die Webseiten. Pornografie gibt es in sozialen Netzwerken quasi gar nicht. Und das ist mengenmäßig das mit Abstand größte Problem. Ich selber sage, einfache Pornografie, da ist, also die meisten Studien zeigen drauf, das ist jetzt nicht so wirklich dramatisch. Ein bisschen Mengenproblem vielleicht oder ein Zeitproblem. Aber wenn es dann in Gewaltpornografie geht, Kinderpornografie, Tiere und so weiter, dann ist es schon sehr schnell extrem verstörend. Und wenn es um Enthauptungen geht, um Gewalt, um auch Let's Play-Videos von Computerspielen der 18er und drüber, Splatter-Videos, da sind die Probleme und die finden nach wie eine Hauptsache im Internet statt. Sie sagen, dass es, oder es klang so ein bisschen an, als würden Sie den Teil mit dem, dass man die Erweiterung des Kommunikationsschutzes unterstützen muss, als wäre das so ein bisschen, hatten wir auch schon vorhin im Vorgespräch, ja, so eins von vielen Themen, aber jetzt nicht unbedingt das, was am meisten aus Ihrer Sicht im Fokus steht, sondern als gäbe es natürlich noch all die anderen Gefahren. Diesen Kommunikationsschutz, wie könnte denn ein soziales Netzwerk damit überhaupt umgehen, außer in die Kommunikation reinzugucken und dann beim nächsten Problem zu landen, nämlich dass wir dann am Ende uns fragen müssen, was ist denn eigentlich mit der Privatsphäre der Kinder und Jugendlichen? Kann man denn da Schutz reinkriegen? Ja, also dort ist es natürlich auch nicht möglich, dass wir jetzt zum Beispiel in private WhatsApp-Kommunikationen oder Ähnliches reingucken. Wie Sie wissen, gehört WhatsApp ja auch zum Facebook-Konzern. Das können wir nicht. Wir können die Inhalte nicht sehen, können die auch nicht rausgeben an irgendwen. Da greift der Datenschutz ein. Allerdings gibt es natürlich auch die Möglichkeit, Inhalte, die über den Facebook Messenger ausgetauscht werden, sollten diese denn illegal sein oder unseren Gemeinschaftsstandards widersprechen, zu melden. Und wenn diese Inhalte gemeldet werden, dann prüfen die gewissenhaft, das geht inzwischen auch super schnell, und dann fliegen die auch vom Netzwerk, und wir können auch, wenn immer wieder wiederholt die Gemeinschaftsstandards missachtet werden von Personen oder auch Straftaten begangen werden durch Nutzer, diese Nutzer dann irgendwann sperren. Abgesehen davon ist sozusagen unsere Eingriffsmöglichkeit in das, was kommunikativ läuft, was nicht öffentlich ist, sozusagen auf der Wall, sondern jetzt über den Messenger oder über WhatsApp, relativ begrenzt. Deswegen setzen wir hier ja auch an, dann wirklich mit Aufklärung über Mobbing, über Grooming, über alle möglichen Dinge, die jetzt gerade Kinder und Jugendliche betreffen, stärker aufzuklären. Und da sehen wir uns auch an der Bringschuld, da mehr rauszugehen und zu sagen, wo man diese Informationen überhaupt findet, auch auf unserer Website. Darf ich ganz kurz ergänzen? Also ich will das nicht kleinreden. Das klang eben so. Es ist ein Riesenproblem. Es ist nur was anderes. Wir dürfen es nicht in den gleichen Topf werfen. Es erfordert andere Maßnahmen, anderes Umgehen. Und Technik ist dafür, und das sage ich als Technikfreak, meistens nicht tauglich, um das zu lösen. Für die anderen Sachen sehr wohl. Sind die Menschen, ne? Diese Frau Mickert, die Situation der Eltern, also die ja erstaunlicherweise, also die wissen, dass sie für Dinge zuständig sind, gleichzeitig aber suchen sie natürlich auch Hilfe außen. Also sie fragen nach der Politik oder nach den verschiedenen Unternehmen. Ist das dieses Ergebnis für Sie überraschend gewesen? Also dass sie sich ja genau in dieser komischen, schwierigen Situation
befinden, in der Sie am Ende natürlich auch wissen, Sie sind natürlich rechtlich auch zuständig, aber Sie brauchen Hilfe, aber wo sind die Grenzen von dem, was ein Elternteil wirklich, wo es wirklich zuständig ist und wo es aber am Ende sagen kann, ich kann die Verantwortung auslagern an ein Unternehmen oder an die Politik, die eine Sache nicht geregelt hat. Ist das Selbstverständnis der Eltern da an der Stelle richtig? Ich denke schon. Also ich denke, dass uns dieses Ergebnis erschüttern muss, auf jeden Fall, weil es ja auch zeigt, dass sehr, sehr viel Arbeit, die wir seit Jahren sehr ernsthaft betreiben, ich will nicht sagen für die Katz ist, aber nicht so ankommt, wie wir uns das wünschen und wie es notwendig wäre. Wir sind natürlich in der Pflicht, zu informieren über unsere Entscheidungen und die dahinterstehenden Kriterien offenzulegen. Wir hoffen da auf einen Diskurs und wir müssen auch, so deute ich die Ergebnisse, weiter darauf hinarbeiten, die Eltern da mitzunehmen, denn die wollen ja mitreden und sie wollen zu Recht die Verantwortung behalten. Die Frage ist also, warum funktioniert das eigentlich nicht? Was funktioniert denn daran genau nicht? Und was machen wir falsch und was könnten wir besser machen? Und gibt es zig Modelle, über die wir uns auch schon seit Jahren unterhalten. Es gibt Blicke ins Ausland, wo wir sehen, dass so etwas funktioniert. Auch auf europäischer Ebene wird das ja diskutiert über Deskriptoren, Inhalte, Symbole, die ein bisschen mehr deutlich machen, was ist da drin. Also so eine Art Jugendschutz-Visitenkarte, die an jedem Produkt klebt und die es jedem ermöglichen könnte, sich da ein bisschen schlauer zu machen. Man bräuchte da eine einheitliche Linie und man bräuchte Akteure, die alle an einem Strang ziehen. Das, denke ich, sieht man, wenn man zum Beispiel in die Niederlande guckt, wo eben das ganze Mediensystem, einfach alle, auch öffentlich-rechtliche Sender und private und so weiter, unter dieser Ägide alles mitmachen. Also das ist auf jeden Fall ein Ansatz, den wir weiter verfolgen sollten. Mhm. Mehr Informationen. Auch in dem Kontext, dass wir ja sehen, dieses Altersspezifische wird von Eltern wie von Kindern und Jugendlichen so wahrgenommen, je älter, umso mehr Eigenständigkeit, umso mehr Kommunikationsfreiheit und umso mehr Mitspracherecht und Partizipation. Also da ist, glaube ich, noch ganz viel Luft nach oben. Vielleicht eine fiese Frage, aber ich habe gerade überlegt, ist das eigentlich ein bisschen frustrierend, wenn man eben anhand dieses Ergebnisses feststellen muss, ganz viel, was man versucht hat, klappt nicht. Die neuen Player quasi, so wie Facebook, können natürlich jetzt sagen, ja, das haben wir alles verstanden und wir haben sofort auch, wir machen ja sofort die Maßnahmen und so weiter, während hingegen natürlich die traditionelleren oder schon länger angesetzten Maßnahmen immer nicht so richtig zünden. Also das ist ja quasi der Nutznießer von so einem Ergebnis auch am Ende ein Unternehmen wie Facebook, das einfach sagen kann, ah cool, kapiert, machen wir. Und Sie sagen ja eben auch, es ist so ein bisschen frustrierend, dass man irgendwie merkt, ja, da ist es noch nicht so angekommen, obwohl so viele Leute so viele gute Ideen haben. Ja, das ist natürlich nicht so schön, aber das heißt ja nicht, dass wir hilflos sind an der Stelle, um hier im Bild der Veranstaltung zu bleiben. Mhm. Also ein weiteres wichtiges Ergebnis ist ja, dass zu wenig wahrgenommen wird, welche Verantwortung Anbieter heute schon wahrnehmen. Und da meine ich jetzt nicht nur ein Projekt zu unterstützen, sondern jetzt in unserem Bereich zum Beispiel die viele, viele Selbstklassifizierungsarbeit, die in den Häusern schon stattfindet. Also auch hier kleben ja schon Jugendschutzvisitenkarten an den Produkten ran. Mhm. Da wird es in Zukunft sehr stark darum gehen, diese Informationen nutzbar zu machen und auch global verwertbar zu machen. Das ist ein langweiliges Thema und nicht so sexy, sage ich mal, aber total wichtig, um das Ziel zu erreichen, Informationen für Jugendschutz bereitzustellen. Mhm. Herr Schellenberg, Sie dürfen aber jetzt unbedingt auch nochmal sagen, was sind zum Beispiel USPROC, weil wir das Jubiläum nur so knapp gestreift haben, was es denn erreicht hat in den 15 Jahren? Ja, was wir erreicht haben, das Entscheidende ist, wir sind noch da. Mhm. Das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich und es gab ja auch verschiedene Versuche, das zu ändern. Eine Stichwort ist vielleicht KJM, das andere Stichwort ist Finanzen. Und wir sind noch da und wir sind besser da denn je zuvor. Also das Produkt ist gut, das muss ich jetzt auch einfach mal sagen. Es ist kein halbvolles Glas, es ist ein ziemlich, also sagen wir mal drei Viertel, wie auch immer voll. Man kann sich immer viel mehr vorstellen, aber es funktioniert. Und wir haben wirklich namhafte, schöne Mitglieder, die uns sehr breit unterstützen. Das ist sozusagen das Positive, wenn man es mal ein bisschen praktisch macht.
was wir tun, ich weiß nicht, ob es jeder weiß, in einem Satz, ein Stückchen Software, die wir an Eltern, Lehrer, Großeltern oder wer auch immer sich irgendwie mit Kindern und Computern beschäftigt, verschenken. Und was dann im Hintergrund eigentlich nur eine Sache tut, nämlich bei jeder aufgerufenen Webseite zu gucken, zeige ich die an für das Alter oder zeige ich sie nicht an. Das ist das, was wir im Kern tun. Technisch ist das super kompliziert, aber nach draußen ist es deutlich einfacher. Zu den Eltern würde ich gerne noch was sagen, was mir immer so auf den Nägeln brennt. Ich glaube, unser Hauptpunkt ist eine Kommunikation und ist auch eine Frage von in Verantwortung nehmen. Weil Eltern kennen sich aus mit Stiftung Warentest zu Fahrradhelmen, kennen sich aus mit Babygläschen, kennen sich aus mit was weiß ich. Und Eltern können bei eBay ganz einfach irgendwas verkaufen. Die wissen, wie sie die beste Preissuchmaschine machen und wie sie bei Instagram irgendein Foto in Sepia machen. Aber wenn sie Jugendschutz machen sollen, dann wollen sie einen Rechner anschreien und sagen, mach mal Jugendschutz. Das ist irgendwas, wo ich den Eltern auch schlichtweg nicht abnehme, dass sie das alles irgendwie nicht können. Sie können es, sie tun es einfach nicht und das ist der Punkt, an dem wir ansetzen müssen. Es ist auch nicht so, dass sie es nicht tun. Sie tun es ja sehr viele, man wünscht sich nur einfach immer mehr. Und auch da sehe ich eher die Folgengläser und freue mich über die, die da sind und nicht die, die es nicht nutzen. Und wieso tun sie es nicht? Was ist denn da die Erklärung? Also ich habe eine These aus vielen Gesprächen, dass die Kernthematik ist die Scheu vor der Diskussion zwischen Eltern und Kindern, wenn die Kinder auf irgendwas nicht mehr draufkommen und dann sich bei den Eltern ausmaulen und ja, warum darf ich das und das nicht sehen? Und dass das was ist, was im elterlichen Alltag, nennen wir es mal unbequem ist, das ist die eine These. Die andere These ist, dass die Gefahr halt so unsichtbar ist. Die meisten Eltern, auch wenn sie angeben, dass sie immer kontrollieren, was die Kinder so machen, nach meiner Erfahrung stimmt es nur sehr bedingt. Es gibt die Eltern, das ist natürlich ein bisschen sehr pauschal, aber die selbst, wenn man jetzt mal so ein klassisches Bild nimmt, die Mutter irgendwie in der Küche, das Kind am Tisch und surft da irgendwie, dann sieht die in der Regel nicht, was das Kind da so macht. Das ist irgendwie dabei und nicht da drin, das ist so der Punkt. Und natürlich ist eine Gefahr, wenn das Kind mit dem Fahrrad über die Straße fährt, viel, viel klarer, dass es dann irgendwie einen Helm auf dem Kopf braucht, weil da irgendwie ein Auto lang fährt, als irgendwelche Dinge, die aus dem Internet purzeln können. Und das Dritte ist dieses, mein Kind tut sowas nicht, Haltung. Und auch an diesen Haltungen müssen wir irgendwie ansetzen. Also viel klarer machen, dass auch ihr Kind das so tut. Zeigen jedenfalls alle Überlegungen. Wenn ich bei uns reingucke in die Statistiken, dann sind Pornoseiten durchaus auch ziemlich weit oben in den Nutzungen. Und also die Thematik gibt es und da müssen wir ansetzen. Ich glaube, Angebote haben wir echt genug. Hm. Und all das, was die Eltern bemängeln, das haben wir alles. Also, es gibt es rauf und runter, das kann es immer noch größer und noch schöner geben. Das ist aber nicht das Thema, das ist ein Kommunikationsthema. Was aber in den Angeboten schon auch fehlt, ist doch USPROC für mobile Nutzung? Nein, es gibt USPROC für Apple-Geräte. Mhm. Es gibt leider vorübergehend, aber schon viel zu lang vorübergehend, keins für Android. Was hat man mit Vodafone zusammen? Das lag dann daran, dass Google das Betriebssystem komplett umgestrickt hat, es nicht mehr geht. Das ist auf der Roadmap. Wir haben uns auch ein Stück der Regulierung geschuldet, im letzten Jahr sehr auf die Windows-Software konzentriert. Und da gerade nach dreiviertel Jahr wirklich intensiver Entwicklung letzte Woche neue Version online gestellt, die, ja, es ist eher im technischen Innenleben mit HTTPS-Seiten und so, will ich jetzt gar nicht im Detail erklären, aber sie ist wesentlich schneller, wesentlich verlässlicher. So, das sind die beiden Dinge, die dabei rauskommen. Und wenn wir das alles durch haben, dann kommt Android wieder aufs Tableau. Mhm. Jugendmedienschutz bei sozialen Netzwerken, Facebook zum Beispiel, scheint ja eben im Moment viel darin zu bestehen, irgendwie, also zu reagieren auf die Forderungen und auch auf die Kritik und so weiter. Also vielleicht nicht zuletzt auch zum Beispiel die Meldung, dass jetzt WhatsApp möglicherweise erst ab 16 zugänglich sein soll, was am Tag des Inkrafttretens der EU-Datenschutzverordnung ab dann so gelten soll. Die Diskussion darüber, wie wollen wir Jugendmedienschutz überhaupt selber installieren. Gibt es die in der Facebook-Welt oder kann es die auch gar nicht geben, weil das möglicherweise eine naive Frage ist, weil Facebook natürlich jetzt in erster Linie nicht dafür da ist, sich große ethische Fragen zu stellen, sondern vor allem als Unternehmen zu funktionieren. Doch, selbstverständlich gibt es Facebook intern da auch Diskussionen über ethische Fragen.
Die eine Seite ist natürlich immer, dass wir Gesetze einhalten müssen, das tun wir. Und selbstverständlich gibt es aber über diese ganz einfache Frage, was sagt das Gesetz, wie müssen wir das umsetzen, noch viel weitere Diskussionen. Und gerade im Jugendschutz und Jugendmedienschutz haben wir verstärkt Kooperationen mit Wissenschaftlern, unterstützen hier Forschungen in dem Bereich, was macht eigentlich die Nutzung von sozialen Medien, beispielsweise Instagram mit Jugendlichen, beispielsweise hat das einen Einfluss auf das Körperbewusstsein, ist das wirklich so oder nicht. Da ist aus unserer Sicht die Ursache-Wirkung-Forschung auch noch in den Kinderschuhen, weil diese Phänomene ja alle relativ jung sind. Und deswegen kooperieren wir hier ganz stark mit Wissenschaftlern aus unterschiedlichen Fachrichtungen, um da auch einfach selber besser zu wissen, wie unsere Produkte genutzt werden und welche Wirkungen sie eventuell auch erzielen. Das heißt, es gibt klar diese Diskussionen intern. Und Facebook würde sagen, weiß nicht, Instagram hat keine gute Wirkung auf Jugendliche zwischen, weiß nicht, 13 und 16. Deswegen beschließen wir mal, auch wenn es wahnsinnig viel Kohle bringen würde, das machen wir jetzt so nicht mehr. So. Ich würde davon ausgehen, dass Facebook nicht glaubt, dass die Wirkung auf Jugendliche so negativ ist, sonst würden wir das Produkt nicht anbieten. Man muss ja überlegen, als ich jung war mit 16, haben wir, oder mit 16 vielleicht hat man die Bravo nicht mehr gelesen, sagen wir mal mit 14. Wer war da auf dem Cover? Das waren ausschließlich junge, dünne, weiße Mädchen. Wenn ich jetzt vielleicht in dem Alter ein Grufti war oder war schwarz oder rothaarig oder eher dick, hatte ich überhaupt keine Rollenmodelle, mit denen ich mich jetzt hätte identifizieren können. Das heißt, Instagram ist jetzt sicherlich nicht nur negativ für das Körperbewusstsein. Es schafft auch Role Models für ganz andere Arten von Körpern. Und da gibt es eben auch Communities, die in diesen Bereichen sich austauschen. Und es bringt ja auch immer wenig, wenn wir selber reden. Es gibt deswegen viel Forschung und Zusammenarbeit mit Influencern, zum Beispiel auch auf Instagram, die halt Unmengen an Followern haben, gerade in diesem Altersbereich, und die selber eben auch Posts machen, die beispielsweise Grooming oder Mobbing oder Bodyshaming dann auch zum Inhalt haben. Also das verfolgen wir schon sehr stark. Geht es klar, Frau Mikat, die Vergleich mit, wir haben immer schon Herausforderungen, was Rollenbilder oder Gefahren oder sonst was hat, auch in der analogen Welt und für Kinder oder für Heranwachsende, und den leichten Vergleich, den Frau Weber gerade angestellt hat. Ja, das stimmt sicherlich. Ich kann auch zustimmen, dass die neue Vielfalt jetzt nicht nur Risiken birgt. Das wäre natürlich falsch. Bloß um mal auf die Studie zurückzukommen, die Vielfalt wird offensichtlich von vielen Eltern als Dschungel wahrgenommen. Und es fehlt an Orientierung. Das ist ja ganz schön, wenn Sie die ganzen Projekte auflegen oder wir alle miteinander. Und es gibt eben diese ganz, ganz vielen Angebote. Da hat sich sicherlich in den letzten 20 Jahren auch enorm viel getan. Und ich stimme Stefan auch zu, man kann den Eltern nicht alles abnehmen und natürlich auch Eigeninitiative erwarten. Nichtsdestotrotz, denke ich, muss man zur Kenntnis nehmen, dass diese ganzen Angebote als Unübersichtlichkeit wahrgenommen werden und man sich fragen muss, wer hilft da, damit Eltern den Weg auch finden. Das kann, glaube ich, nur gemeinsam geschehen durch eine Initiative, die von welchem Hut auch immer angeführt wird von irgendwem und die nachhaltig organisiert ist und nicht nach 2 Jahren wieder endet. Übrigens, wer Fragen hat, darf sie stellen. Ich habe es nicht gleich am Anfang gesagt, aber jetzt sage ich es noch, und es bleibt noch eine Viertelstunde ungefähr für Einwürfe oder so. Gibt es direkt was? Da ist eine Frage. Sehr gut. Ich hätte natürlich auch noch sonst ein paar, aber ich dachte, es ist ja freundlich, mal nicht so frontal unterrichtsmäßig daherzukommen. Ich halte mich kurz mit der Frage dann. Ja, genau. Ich wollte noch sagen, es muss eine Frage sein und kein extra Vortrag. Ich würde nochmal kurz anschließen und eine Frage an Frau Weber stellen. Wir hatten ja gerade diesen Punkt WhatsApp ab 16. Gibt es eigentlich von Facebook aus so eine Art Altersempfehlung? Also sowas wie, wenn jetzt Eltern hingehen und fragen, mit welchem Alter sollte mein Kind einen Facebook-Account machen? Nein, wir sprechen keine Empfehlungen aus. Wir halten da die Gesetze ein und empfehlen darüber hinaus nicht, ob das jetzt wirklich gut ist, dass der Gesetzgeber sich überlegt hat, dass diese Altersgrenze jetzt so gilt. Da geben wir keine Empfehlung ab. Und Sie kontrollieren auch nicht, ob die Leute wirklich 16 oder 13 oder 24 sind? Oder können Sie hier nicht?
Also man muss ja angeben, welches Alter man hat, wenn man sich einen Account anlegen möchte. Wenn wir Hinweise haben oder kriegen gemeldet, dass hier jemand sich angemeldet hat, der in Wirklichkeit erst 8 Jahre alt ist oder so, dann wird das schon überprüft und wenn dem so ist, dann werden solche Accounts auch blockiert. Natürlich ist das immer ein Katz-und-Maus-Spiel, wenn das Kind sich am nächsten Tag mit einem neuen Namen, einem neuen Geburtsdatum anmeldet, sind wir wieder darauf angewiesen, dass wir es mitbekommen, aber es wird dann schon kontrolliert. Geschützte Handlungsräume kam vorher noch als Thema auf. Hieß es so geschützte? Also so habe ich verstanden, die Idee, dass man Internet so ein bisschen übt und Social Media irgendwo in einem geschützten Raum üben kann. Ist das möglicherweise ein Ansatz, der vielleicht aus Ihrer Sicht, Herr Schellenberg, Sinn ergeben würde? Spielplätze, Facebook-Spielplätze, Google-Spielplätze, so kleine Dinger zum Üben? Also wenn wir bei Internetspielplätzen sind, dann ist es exakt das, was wir machen. Nämlich, dass wir altersbezogen sozusagen Surfräume zur Verfügung stellen, 0 bis 6, 6 bis 12, 12 bis 16, ja, darüber hat es eh keiner. Aber das echte Internet, genau. Nur das also echte sozusagen das große Internet. Das macht hochgradig Sinn und der Raum wächst auch und wird immer größer und natürlich auch ein bisschen gefährlicher. Wir wollen die ja nicht mit 16 rauspurzeln lassen und plötzlich ist die Welt nicht mehr rosa. Bei Social Media bin ich so ein bisschen skeptisch. Also man muss ehrlich sein, dass alle Versuche, wenn man jetzt mal von den ganz Jüngsten absieht, zu sagen, guck mal, hier ist das Kinderding, da geh mal hin. Das ist so ungefähr wie, guck mal den Film, auch wenn es da einen spannenderen gäbe. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Wenn, dann muss man innerhalb der Angebote gucken, dass man dafür mehr Schutz sorgt. Ich glaube, auch mit ein bisschen Gehirnschmalz kann man auch ein bisschen mehr bei der Überprüfung machen, ob die Kinder wirklich so alt sind, wie sie sind. Nicht bei 100%, aber weniger. Und wir sind ja ohnehin, das ist ja eine der tollen Erkenntnisse der letzten Jahre dieser ganzen großen Familie, dass wir im intelligenten Risikomanagement sind und nicht mehr in dem, wo wir vor 15 Jahren vielleicht gestartet sind, mit diesem absoluten Anspruch, wir müssen sie beschützen und irgendwie 25 Schlösser drumherum machen, sondern uns mehr über Risiken reduzieren, vermeiden, unterhalten. Und da, glaube ich, kann man deutlich mehr machen, aber innerhalb der Portale. Wenn man da noch so ein zweites daneben macht, das ist jetzt Facebook Kids, das mag für 8-Jährige gehen, darüber irgendwie wird es schwierig. Mhm. Aber für Internet auf jeden Fall, und das ist auch ganz nötig, weil klar, Medienkompetenz, 25 Ausrufezeichen, aber trotzdem stelle ich mir den 12-jährigen Jungen vor, der da jetzt eine Erotikseite aufmacht und die findet er spannend. Und dann geht hinten das kleine Lämpchen an, wo ich bin ja medienkompetent, die mache ich jetzt zu. Also ich war so früher nicht. Ich kann mir vorstellen, dass hier 2, 3 wahrscheinlich nicht mehr sitzen, die auch so nicht waren. Also da muss man da mal realistisch sein. Da muss es dann irgendwie auch ein Verbot geben und eine Grenze. Und wenn es dann heißt, ja, die Kinder haben selber Safety-Kompetenz, was heißt denn das? Gehen die da rein und sagen, ey, super geil, ich installiere mir jetzt ein Jugendschutzprogramm, weil das ist dann super cool, dann kommen ja ein paar Seiten nicht mehr drauf. gibt es auch, HBI-Studie, vor allem bei Mädchen, ich glaube 56% wünschen sich durchaus Schutz, aber die Safety-Kompetenz ist da auch begrenzt. Also irgendwo muss man auch sagen, gut, als Erwachsene, und ich habe ja nun selber 2 Kinder großgebracht, müssen wir auch irgendwann mal sagen, hier geht das jetzt nicht. Und wie wir genauso sagen, Fahrradhelm zu Hause losfahren und um die Ecke, dann wird da ein Lenker gehängt, da hilft er nicht mehr. Genau so müssen wir auch irgendwo da mal einsteigen und sagen, so, das kommen wir nicht drum rum. Und da sind wir eigentlich verdammt gut, wenn man es nur einsetzen würde. Was ja komischerweise auch immer noch dann kommen könnte, ist die Idee, mehr Kontrolle, Überwachung, elterliche Überwachung. Ich glaube, in den USA ist, angeboten oder wird es angeboten werden, dieser Kids Messenger, das wäre dann auch so eine komische spielplatzartige Funktion, da aber einfach mit der elterlichen Kontrolle, wer da wie mit wem chattet und wer zugelassen ist in den Kontaktclub der Kinder. Genau, also in den USA gibt es jetzt neu den Facebook Messenger Kids. Das ist ein Angebot, was sich an Kinder unter 13 Jahren richtet. Das ist nicht eine verrückte Idee von einem Produktteam von uns, was sich überlegt hat, jetzt mit Kindern mehr Geld
verdienen zu wollen, sondern im Gegenteil, das ist aus dem Sicherheitsbereich entstanden. Wir haben zugehört, was Eltern sich wünschen, auch was Experten uns angeraten haben. Da gab es monatelange Diskussionen dazu und raus kam, dass es, wie Sie auch gerade schon gesagt haben, realistisch eben einfach so ist, dass viele Kinder diese Dienste nutzen, obwohl sie eigentlich für ihre Altersgruppe überhaupt nicht freigegeben sind. Da kann man jetzt lange theoretisch diskutieren, ist das gut oder schlecht. Faktisch ist es so. Und weil es so ist, sind wir eben dem Wunsch gefolgt, gerade was viele Eltern gesagt haben, ist es nicht möglich, hier einen geschützteren Raum anzubieten. Und dieses Facebook Messenger Kids ist eben so, dass die Eltern freischalten müssen, ob, wenn jetzt Kind sagt, ich möchte mit meiner Schulfreundin Julia hier chatten oder mit meiner Lehrerin oder mit wem auch immer, dann muss jeweils das Elternteil eben zustimmen, dass dieser Kontakt ein Chat-Kontakt wird über den Messenger. Das heißt, die Eltern haben hier die Kontrolle, chattet mein Kind hier mit einem erwachsenen Mann, den er es vielleicht überhaupt nicht kennt, oder ist das tatsächlich ein Schulfreund, und können dann hier eben mehr Kontrolle ausüben, als man das vielleicht sonst bei solchen Chat-Programmen könnte. Wenn der Schulfreund wirklich der Schulfreund ist und nicht der 50-jährige Nachbar. Selbstverständlich, solche Risiken gibt es immer. Es ist aber wie bei allen unseren Produkten so, dass wir natürlich auch einmal mit einer Software gucken, wenn da jetzt wirklich zum Beispiel total grafisch extreme Gewaltinhalte geteilt werden sollten. Das wird dort eher nicht stattfinden. Und natürlich geht es da auch darum, die Eltern aufzuklären, wie sie mit ihren Kindern auch sprechen können, wenn jetzt so ein Kontaktversuch passiert und wenn das Kind nicht richtig erklären kann, wer ist das jetzt, dass man da eben eingreifen kann. Solche Materialien gibt es und die Informationen stellen wir zur Verfügung. Und wir gehen davon aus, wenn ein Kind sagt, das ist Schulfreund XY oder den kenne ich von meinem Fußballclub, dass die Eltern diese Namen dann auch kennen. Mhm. Wir haben jetzt die ganze Zeit natürlich über Schützen geredet und auch jetzt eben bei der, eine Frage, soll ich jetzt, ich mache meine später, erstes Publikum, bitteschön. Das ist sehr nett, vielen Dank. Ja, eine gerne. Frage an Frau Weber, wie bewerten Sie die Einsatzmöglichkeiten von Facebooks Fastnet für den Jugendschutzbereich? Da habe ich ehrlich gesagt keine besondere Antwort zu. Ich würde mir vielleicht gerne Ihren Namen aufschreiben und dann würden wir so nochmal auf Sie zurückkommen, wenn das möglich ist im Nachgang. Jetzt habe ich meine Frage vergessen. Ich wollte Frau Mickert fragen. Und zwar, genau, weil wir natürlich, also wir reden, es ist genauso wie zerfasert, die alle Gedanken auch sein müssen und alle Ansätze, weil eben so viel zu besprechen ist, reden wir jetzt auch die ganze Zeit aber natürlich über Schutz und jetzt in dem Fall mit dem Facebook Kids Messenger über Kontrolle, die man einsetzen könnte. Was, finde ich, noch ein bisschen zu kurz gekommen ist, ist die grundsätzliche Frage, was, also geht es denn eigentlich wirklich um Schutz oder um Umgehen mit, also so dieser Selbstermächtigungsaspekt in dem, was man eigentlich an der Stelle vermitteln muss. Danach frage ich Sie die wichtige Frage, wie das gehen soll, dass alle zusammen an einem Strang ziehen, aber erst vielleicht nochmal dieses Unterstreichen von, es geht ja nicht nur darum, eben zu schützen und zu beschützen und wegzuklicken und zuzumachen, sondern ja auch wirklich zu sagen, ja, jetzt ist es passiert ja auch noch ein Generationenumschwung gerade. Die Eltern, die jetzt mehr Angst haben, sind dann schon wiederum auch in einer anderen Phase, wenn es die nächste Generation betrifft, und sind vielleicht mehr auf dem Trip zu sagen, ihr müsst halt damit umgehen können und wir können euch eben nicht beschützen, weil überall, selbst im Kids Messenger, lauert womöglich immer noch eine kleine Gefahr. Mal wieder ist in dieser Studie deutlich geworden, dass es kein Entweder-Oder geben kann an der Stelle. Also das kann man eigentlich, steht da Tropfen hüllt den Stein, auch immer nur wieder betonen. Es muss beides geben und es fiel ja schon das Stichwort intelligentes Risikomanagement, das ja seit ein paar Jahren, seit der HBI-Studie von 2007, meine ich, in der Welt, ein altersgerechter Zugang beinhaltet viel Schutz, wenig Risiko für die ganz Kleinen und zunehmend Befähigung mit zunehmendem Alter für die Großen. Das entspricht auch meinem Verständnis. Insofern finde ich solche Kontrolltools, solche Reihen eher gruselig, weil wir haben ja schon gehört, es geht um mehr als nur Schutz vor Gewalt oder Sexdarstellung. Es geht um Kommunikationsräume, die gestaltet werden müssen und auch von Kindern und Jugendlichen mitgestaltet werden müssen. Und insofern auch um Recht auf Information und Recht auf eigene Meinung, Recht auf Mediennutzung, auch ohne die Eltern, mit zunehmendem Alter. Also da würde ich eher das Konzept sehen, Schutzräume im Sinne von, klar, kindgerechte Angebote, aber mit zunehmendem Alter mehr Partizipation und Eigenverantwortung.
Diese Generationenfrage, Herr Schellenberg, die ist doch wahrscheinlich, die hat doch sicherlich auch was damit zu tun, mit dem, was Sie vorhin gesagt haben, dass es eben, dass Sie sich eigentlich wünschen, dass die Eltern da ja auch mehr mit reingehen in die Verantwortung. Das wird sich doch vielleicht auch ändern oder könnte jetzt vielleicht auch mutmaßlich Eltern betreffen, die sich da ein bisschen raushalten, weil sie wirklich eben auch keine Ahnung haben. Also weil sie das Internet nicht so in- und auswendig kennen, weil sie nicht genau wissen, was es da alles gibt. Das könnte doch eine Generation weiter sich dann auch wirklich erübrigen. Das Tolle ist, diese Generation weiter haben wir ja schon. Ja. Also die Eltern heute von den Kindern, ich sage mal zwischen 6 und 12, wo es in der Hauptsache drum geht mit diesen Dingen, das sind ja schon Digital Natives, um so ein weiteres Buzzword irgendwie in die Runde zu werfen. Das sind Leute, die sind mit dem Smartphone aufgewachsen, die haben auf dem Spielplatz nicht auf ihr Kind geachtet, sondern geschattet und gemacht und getan. Also die sind wir schon da, die können damit auch umgehen. Also das ist, jeder kann ein Jugendschutzprogramm installieren. Da geht's weiter, 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 gib hier ein Passwort ein, sag das Alter deines Kindes. So, das ist das, was man können muss, um ein Jugendschutzprogramm zu installieren. Das kann jeder, das haben wir auch getestet, das kann jeder. So, wenn es komplizierter wird und da will ich jetzt mit Anbieterfilter will ich haben und das zuschalten und das nicht und so, okay, da wird es schwierig. Aber den normalen Schutz können alle. Das ist für mich in der Hauptsache eine Behauptung von Menschen, die es nicht ausprobiert haben. Und da müssen wir ansetzen. Wir brauchen eine positivere Stimmung. Und das ist so mein, auf so einem Podium darf man sich ja mal was wünschen. Mhm. Mein Wunsch an sozusagen den Saal ist insgesamt einfach positiver zu sehen. Es ist zum Glück weniger geworden, dieses, ja, es gibt da Jugendschutzprogramme, aber die können und auch, es gibt die Facebook-Funktion, aber da kann man noch und so. Da sind wir, glaube ich, insbesondere Deutsche irgendwie Weltmeister, dass wir immer dann auch noch das große Aber sehen. Ich habe jetzt gerade gesehen, der Geolino oder Geoleo oder wie das Ding heißt, die haben so ein Titelthema zu Kinderschutz und Internet. Fand ich großartig, dass sie ganz selbstverständlich schreiben und natürlich willst du dein Kind schützen, installiere USEPROC ohne 25 Abers. Ob es nun daran liegt oder nicht, weiß ich nicht, aber unsere Downloadzahlen haben im Moment so einen richtig schönen Peak. Ich schreibe das jetzt mal dem Geos zu, finde ich klasse. Und ich glaube, das ist das, was uns fehlt, dass wir bei allen Angeboten, das betrifft nicht nur USEPROC, sondern alle Schutzangebote, die wir haben, und dann wird der Dschungel auch ein bisschen durchsichtiger, so, einfach sagen, das, was wir da haben, ist erstmal gut. Und damit gehen wir zu den Eltern raus. Weil für die Eltern wird es dann kompliziert, wenn die nicht nur einschätzen sollen, was gibt es da, sondern zu jedem, was es gibt, noch eine ganze Bandbreite von Einschätzungen, ob das gut, halb gut, Bundes- oder Ländersache ist, vielleicht aus Europa kommt oder irgendwie, was weiß ich, wer eine Rolle gespielt hat. Das macht es kompliziert. Und wenn wir damit mal aufhören und sagen, okay, das, was wir haben, ist erstmal gut, intern diskutieren wir, wie es besser werden kann, keine Frage, aber da gehen wir mal raus und sagen, Eltern, jetzt mach es. Dann haben wir ganz viel gewonnen. Das war ja schon quasi das Schlusswort aus Richtung Stefan Schellenbergs. Wie, die Frage kommt jetzt natürlich, diese Frage. Wie gehen wir jetzt ansatzmäßig raus aus diesem Podium und machen das, was Sie, Frau Mika, natürlich schon mehrfach vorgeschlagen haben? Das muss einfach mehr zusammengeben und nicht so viel Zerfaserung und viele gute Ansätze, die aber dann auch doch am Ende die meisten oder viele nicht ganz so gut erreichen. Sie haben, dürfen jetzt den Masterplan sagen oder sich was wünschen. Positive Stimmung aufzugreifen und eben nicht hilflos hier dieses Podium zu verlassen. Ich meine, die Akteure sind ja hier oder man wird sich demnächst wieder treffen. Im Grunde kann ich Stefan recht geben. Also das, was wir haben, fortführen, wertschätzen, weiterverfolgen und zusammenarbeiten. Das ist dann vielleicht auch eine Frage an die nächste Runde, wie das geschehen kann, diese unterschiedlichen Zuständigkeitsebenen miteinander zu verbinden, konstruktiv. Ich glaube, die meisten Akteure sind dazu bereit und haben auch Wichtiges beizutragen. Mhm. Weil mich, also wahrscheinlich haben schon alle Akteure auch bis jetzt immer hin und wieder mal miteinander geredet. Nochmal mehr reden oder in anderen Konstellationen reden? Naja, was wir jetzt besprochen haben, geht ja so in Richtung, Stefan hat es vorhin schon gesagt, es fehlt an Kommunikation. Wir brauchen ein Jugendschutzmarketing. Wir brauchen irgendwie ein positives Image von Jugendschutz in Deutschland, auch eine Vorstellung davon, was die nationale Idee ist. Wir haben da ja eigene Eigenheiten, also
jetzt nicht missverstehen, aber die Werte, die für uns wichtig sind und die wir hochhalten, auch im Gegensatz zu ausländischen Anbietern im Übrigen hochhalten, wo auf unserer Seite wesentlich mehr Arbeit passiert und sich wesentlich mehr Leute Gedanken machen, bis dann mal irgendwie eine 6 oder sowas an einem Produkt steht. Also diese ganzen Dinge, damit offensiver umzugehen, das wäre schon mal ein positiver Schritt. Und vielleicht über so einen Imagewandel eine Wertschätzung von Jugendschutz auch zu erreichen, dass das ja ein Qualitätsmerkmal ist und nicht irgendwas, was auf schmuddelige Produkte verweist. Da kann ja natürlich dann bei der Wertsteigerung des Jugendschutzes ja auch Facebook helfen, indem es das nochmal ein bisschen mehr Fanciness verleiht, vielleicht. Aber Cliffhanger-Frage zum nächsten Podium, wo ja dann auch viel über politische und Regulierungsfragen geredet wird. Wie haben Sie das immer vorhin gesagt? Das Netz-DG? Das Netz-DG? Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, meinten Sie? Ja, ne? Ah, Netz-DG. Ich hatte es noch gar nicht gehört. Das klingt ja ganz schön verrückt. Aber auf jeden Fall, ja, genau. Aber wie gehen Sie denn quasi in Sachen Jugendschutz hier raus aus diesem Podium? Dieses Gesetz erwähne ich natürlich nur, damit ich einen Cliffhanger habe zum nächsten Panel, aber auch deswegen, weil zumindest jetzt ja an mancher Stelle, was Facebook ja noch nicht so richtig erlebt hat in den letzten Jahren, die Politik sagt, Moment mal, eure Regeln, eure unleserlichen AGB sind nicht die Rules, mit denen wir hier leben, sondern wir haben da noch sowas anderes, das hatten wir kurz vergessen, aber sowas anderes auf so einer gesetzlichen Ebene, da möchten wir dann schon nochmal sagen, wie es läuft. Verändert das auch so das Wesen dieses sozialen Netzwerkes oder leidet es einfach nur schlimm darunter, dass jetzt plötzlich so rumgestört wird von allen Seiten, zumindest sagte? Ich gehe davon aus, dass Sie nicht wollen, dass ich ganz tief einsteige zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Das ist in Kraft, das wissen Sie alle, das setzen wir um. Sie werden im Sommer in den Transparenzberichten sehen, wie wir das umsetzen, wie die Zahlen so sind, wie wir das Ganze umgesetzt haben. Es ist ja keinesfalls so, dass es vorher keine gesetzliche Regelung gab. Nach der E-Commerce Directive waren wir auch vorher schon angehalten, wenn wir eine Kenntnis erhalten haben, also eine Meldung, dass es einen Inhalt gibt, der hier möglicherweise rechtswidrig ist, diesen dann auch zu prüfen und dann zu handeln, wenn wir nicht haften wollen. Das heißt, so ganz eine Gesetzeslücke haben wir dann nicht gesehen, aber wir wenden dieses Gesetz an und es klappt auch ganz gut. Trotzdem würde ich noch mal sagen, weil das so einen harmonischen Abschluss ja auch geben sollte. Mich hat vorhin am Anfang gefreut. Naja, es hat ja so gut angefangen eben. Mich aber am Anfang gefreut, als vorgestellt worden ist, dass die meisten Eltern und auch die meisten Kinder in dieser Umfrage gesagt haben, das Wichtigste ist ihnen eigentlich, selber die Kompetenzen zu erlernen, Risiken erkennen zu können, einschätzen zu können und dann eben auch kompetent damit umzugehen. Und da sehen wir insbesondere auch unsere Verantwortung, da mehr mit rauszugehen mit den Angeboten, die wir bereits auf der Plattform haben an Inhalten, mit dem Elternportal, mit allen Informationen, die man im Sicherheitsbereich findet und dann eben vielleicht, wie Sie das gesagt haben, Jugendschutz-Marketing-mäßig noch mehr Spread the News, all die Zusammenarbeit, die es gibt mit den vielen Organisationen, FSM, ClickSafe, ich habe sie alle schon genannt, FragFin, das ein bisschen noch publiker zu machen, weil die Informationen sind da und wichtig ist es, dass es die Zielgruppe dann auch erreicht. Umarmen sich womöglich alle noch. Das wäre natürlich schön, aber jetzt kommt die Abschlussfrage, die alles zerstören wird. Bitte schön. Ja, tut mir echt leid, dass ich das jetzt stören muss. Ich meine, Frau okay. Weber, Sie haben das auch sehr schön abgeschlossen, aber ich spreche aus einer Erfahrung, die persönlich ist. Ich habe mich als Jugendliche bei Facebook angemeldet und ich wollte mich jetzt abmelden. Da kam die Meldung, Konto wurde deaktiviert, aber eine Löschung ist nicht möglich. Ich will eigentlich keine Frage stellen, ich möchte einen Appell formulieren für die Jugendgeneration nach uns, dass, weil wir haben jetzt gerade sehr viel über Schutz, Kontrolle und Inhalte, also wie die Jugendlichen sich innerhalb der Netzwerke bewegen und mit den Inhalten umgehen beschäftigt. Aber mir würde es wirklich sehr am Herzen liegen, dass Sie als Facebook etwas dafür machen, wenn Kinder und Jugendliche sich eben bei Facebook anmelden wollen, bei der Erstanmeldung, dass die Transparenz so deutlich gemacht wird, dass ich weiß, ich kann irgendwann quasi dieses Schattenkind Facebook, später, wenn ich älter bin, nicht ablegen. Denn ich stehe jetzt vor dem Problem, also mein Konto kann ja nur gelöscht werden, wenn ich also irgendwann offensichtlich tot bin. Oder halt eben, ich kann mich wieder anmelden und Sie behalten meine Daten. Jetzt reden wir ja über Jugendmedienschutz.
Also mir ist es wirklich sehr wichtig, dass man nicht nur über Schutz und Kontrolle und über die Inhalte spricht, wie eben Pornografie oder eben andere anstößige Inhalte, sondern eben besonders über die Transparenz. Denn was für mich ganz wichtig ist, man lernt ja meistens erst im Grundstudium die Definition von AGBs kennen. Wie soll das also ein 13-Jähriger verstehen und ein 14-Jähriger, was dann später mit seinen Daten passiert? Und deswegen ist es für mich eine sehr große Angelegenheit, dass Sie vor allem die Transparenz und nicht nur die Inhalte und all das drumherum in den Mittelpunkt stellen, sondern vor allem wirklich Transparenz. Ja, den Appell nehme ich gerne mit. Wir haben ja gerade in diesen Tagen sehr viele Announcements zu machen. Die Datenschutzgrundverordnung wird jetzt in Kraft treten. Und wir haben bereits vorgestellt, wie wir verbessert haben, gerade diesen Bereich, den Sie ansprechen mit der Transparenz. Alle Informationen zum Bereich Sicherheit, zum Bereich Datensicherheit, zum Bereich Datenschutz, zu den Fragen, was passiert mit meinen Daten, wie kann ich auch meine eigenen Einstellungen anders machen, dass da zum Beispiel weniger mit passiert, als mir recht ist, die findet man jetzt alle auf einem Bereich ganz transparent. Das wird auch noch ausgespielt werden, wenn es jetzt in Kraft tritt mit der Datenschutzgrundverordnung. Wenn Sie sich da noch mehr informieren wollen, gibt es einen Newsroom-Post davon, ich glaube von vor 10 Tagen ungefähr, vielleicht war auch letzte Woche, wo das noch mal ganz klar dargestellt wird, wie das jetzt alles wirklich auf einem Banner, auf einer Seite dargestellt ist. Man kann dann immer reinklicken, wenn man noch mehr haben will, aber eben im Sinne der Transparenz, dass man die allerwichtigsten Informationen auf einen Blick erkennen kann und wenn man sich eben dann tiefer reinwühlen möchte, immer mehr tiefer sich dann reingraben kann. Und wir hoffen, dass wir damit eben dann auch unseren Beitrag dazu beigetragen haben, dass das, was Sie beschreiben, eben, dass man das erstmal alles durchlesen muss mit den ganzen AGBs, eben so nicht mehr passiert, sondern alles auf einen Blick und auch leicht verständlich. Vielleicht gucken Sie nochmal nach in den nächsten Wochen, ob Sie das jetzt besser finden. Wir freuen uns auf jeden Fall da auch über Feedback. Und möglicherweise auch eben eine Reaktion auf eine gesetzliche Regelung, mögliche Bedrohung von außen, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich muss trotzdem ganz kurz noch fragen, man kann doch das Facebook-Profil, wenn man sich so 9 bis 10 Stunden Zeit nimmt, doch löschen. Ich las das in einer Zeitung, als neulich alle bei Facebook raus wollten. Man kann sogar sich filtern lassen, was alles über mich zum Beispiel gesammelt wird und sich das ganz gesammelt angucken. Das machen wir aktuell auch alle intern, das ist ganz interessant. Und die Datenschutzgrundverordnung tritt in Kraft und hat alle möglichen Rechte, die dann alle Bürger in Europa ausüben können. Und daran lassen wir uns auch messen. Okay. Dann nehmen wir das jetzt als Schlusswort. Danke für den Zwischenruf nochmal an der Stelle mit guten Anmerkungen nochmal dran und drin. Und danach kommt die Politik unter anderem auf die Bühne. Aber davor kann man sich nochmal kurz ausruhen. Jetzt nur eine Viertelstunde oder wie? Nee, 16:15 geht es weiter. 16:15 geht es weiter. Eine halbe Stunde ausruhen, sammeln und dann wieder hierher kommen. Danke an Marie-Theresa Weber, Claudia Miekert und Stefan Schellenberg. Applaus